Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana. Ja, wir waren hier kurz vor dem Psycho-Tempel stehen geblieben. Jetzt gehen wir in den Psycho-Tempel. Aber bevor wir da in die Mitte gehen, schauen wir mal hier an den Seiten. Ja, ein Opfertisch. Oh, ich mag diesen Psycho-Tempel nicht. Ich mag diesen Psycho-Tempel nicht. Bam. Dann schauen wir mal hier rein. Wow. Ja. Hier gibt es nicht sehr viel zu finden. Auch jetzt kommt, seid mal ein bisschen offensiv und greift an. Och verdammt, das gibt's denn. Die fürchten sich vor den Augen, wie als wär's, was weiß ich, eine Geschlechtskrankheit oder sowas. Bam. Bam. Da kümmert euch um das Vieh. Verdammt. Blöde KI. Das ist ein Geist. Der kriegt keinen Schaden, wenn ihr ihn so angreift. Ach Mann. Zack. Warum treffen wir das nicht? Ey. Langsam, aber sicher wird es ein bisschen blöd, ganz ehrlich. Nein, dann führen wir auf und zack, zack, zack. Endlich! Ah, schnell mal was gucken. Ach ja, wow. Die Ach, der Bogen. Ah, aber wir nehmen jetzt doch erstmal die Peitsche, weil der Bogen ist schon auf 4. Ah, jetzt endlich mal wieder Peitsche. Oh, wieder Leute auspeitschen. Oh, ja. Ja. Ah. Und zack, zack. Ach man, die Peitsche ist schön. Auch wenn die zurzeit dauerhaft umfrischen und mir das übelst auf den Sack geht. Dankeschön. Nein. 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 An sich eine geile Idee, aber ich hasse diese Schleife. Ne, komm, los. Wir gehen einfach weiter. So, beide auf einem Fleck und zack. 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 Zack, weg mit dir. Kümmel. Ach, Bogen auf 4. Ja, den haben wir mittlerweile auf 5 schon. Von daher wird die Waffe noch nicht gewechselt. Gehen wir erstmal hier rein. Scheint nämlich da unten noch einen Weg zu geben. Ja, das scheint auch noch der richtige Weg hier zu sein. Bam! Voll auf den Nuss gegeben.
Ah, hier gibt's echt noch einen Weg. Schauen wir mal hier lang. Und die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Weil wir es können. Unter Schmerzen leiden, so. Dankeschön. Ja. Ich weiß gerade, okay, das scheint dann scheint doch das der richtige Weg zu sein. Dann gehen wir gerade nochmal den anderen Weg, zack. Bisschen speeden. So, dann wollen wir natürlich auch noch erfahren, was hier hinten ist, weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht. Boom. Sandys Waffe. Lanze auf 4. Ja. Wow. Jetzt ein leerer Raum. Deswegen wieder ein bisschen speeden, 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 speeden. Und jetzt sind wir wieder hier. So. Es mag vielleicht unprofessionell sein, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich will euch hier jetzt nicht 10.000 Jahre aufhalten. Nur weil wir da jetzt irgendwo hin müssen. Oder weil wir da noch was gucken. Oder weil ich eher da noch was gucken wollte. Weil ich nicht weiß, was da war. Deswegen wird einfach kurz dann mal gespeedet. Wer was dagegen hat, einfach sagen. Auch wenn es, denke ich mal, eh nichts bringen wird. Weil so eine Kleinigkeit, also... Ich hab ja selbst immer mal Let's Plays geguckt und ja, da denkt man sich immer so manchmal, speede doch einfach, mach doch einfach schneller oder mach einen Cut und dass man sich dann und schneide es so zurecht, dass man sich im Nachhinein dann direkt da wieder findet, wieder sieht oder wieder trifft, whatever. Nee. Ach nö. Autsch. Scheiß Vieh. Geräusch. Ja. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Da. Einfach vorbei. Einfach vorbei. Ah, da sind die Dinger unten. Yeah. Ach, Chili. Och, Mann. Jetzt haben wir die Peitsche auch schon auf. Ah, nehmen wir jetzt die Axt. Warum kriegen wir so viel Damage? What the fuck? Ja. Oh, 552. Kann man sich mal auf jeden Fall mit blicken lassen. Oh, da ist eine Tür. Oh Gott, nein.
oben. Da oben war doch auch vorhin noch ein Ding. So ein Gang, so ein versperrter. Ach, gucken wir erstmal da lang. So, schneller. Okay, ich sehe auf jeden Fall schon, dass der Weg ist richtig. Wenn ich mich daran erinnere. Jetzt, oh, komm her, verdammt. Anstatt um das Teil zu tänzeln wie so eine prima Ballerina. Warum wieder? Oh. Scheißvieh. Ne, Moment. Da will ich jetzt echt mal nachgucken. Sorry, Leute, aber... Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir da irgendwas... Ja, okay. Nicht fair. Ich stelle das richtige Wort gerade mit rein. Ja, eine Kiste. Wusste ich doch, dass wir... Ich hatte das Gefühl, dass wir da irgendwas wichtig... Ja, was... Irgendwas Wichtiges vergessen werden. Oder... Nee, weniger vergessen, sondern eher halt... ja. Ungesehen lassen. Und ich sag mal so... Oh Gott, wieder so eine scheiß Fratzentruhe. What the fucking hell? Wow. Ja, das war ein kleiner kleiner Fail. Bling. Ja, das Life reicht erstmal. So. Jetzt geht es weiter. Ja. Schauen wir jetzt erstmal. Oh, okay. Sie kann auf jeden Fall die Harpune gebrauchen. Harpune, die Lanze gebrauchen. Gott verdammt. Den Speer. Ja. Ja, der Damage einfach nur lächerlich eigentlich. Deswegen kann ich diese Dinger einfach nicht leiden. Deswegen laufen wir hier jetzt einfach mal runter und durch und durch und... Autsch. Warum wieder? Bam. Verreck. Verreck, hab ich gesagt. Brav. Ja. Oh Gott, nein. Zack. Bam. Geht doch. Warum immer so schwer? Oh. Kiste. Oh, scheiße. Ich glaube, ich werde es bereuen. Na gut, doch. Och man. Boom. Jo. Und ein dreifach aufgeladener Angriff trifft nicht. Ach, leck mich.
Au, oh, Wall of Doom die zweite. Ja. Diesmal machen wir uns aber mal ein bisschen chilliger. Das ist... Okay, das ist die Heilung. Heiler für die... Oh, Rocky ist auch sehr weit schon. Ach, wir machen es am besten erstmal so. Erstmal Analyse hier. Feuer für Laterna. Ja, wow. Laterna. wird man noch sehen. Ja. Aber bis jetzt gibt es für uns noch keine Laterna. Ach, machen wir einfach mal ein bisschen mit Review. Ah, okay. Review, kein Effekt. Kein guten Zugriff. Ja, genauso. Schauen wir mal hier. Ah, auch nicht wirklich was. Das ist langsam gut. Stirb. Okay. Erstmal eine Heilung. Da. Ne, das wollte ich gar nicht. Und hier. Dass wir einiges besser treffen. Dann machen wir uns auch noch direkt geschützt. Over. Ja, man merkt schon, wir weichen jetzt wesentlich öfter aus. Okay, bei dem jetzt nicht so, aber ja. Versuchen die zwei Augen erstmal zu töten. So. Wieder eine kleine Heilung. Und aufladen! Auf ja! Damn. Jetzt haben wir auf jeden Fall das eine Auge mal wieder weg. Bloß das andere ist wieder da. Jetzt ist auch dieses Auge da. Boah. Okay. Was zur Hölle ist das? Einmal den da. Bam! Axt in dein Gesicht! Axt in dein Gesicht! Yeah, yeah, yeah! Axt in dein Gesicht! Yeah, yeah, yeah! Axt in dein Gesicht! Yeah, yeah, yeah! Yeah! ja. Zurzeit die Frage eigentlich, warum ich zurzeit so viel... Ja, okay, ihr werdet es eigentlich gerne... Da habe ich in letzter Zeit eigentlich extrem viel Secret of Mana auf. Aber es ist aus einem Grund, weil ich einfach zurzeit extrem viel Bock auf dieses Spiel habe. Ja. Eigentlich aus keinem anderen Grund wirklich. Ah, scheiße, wir sind ja alle voll. Egal.
dann würde ich sagen, sehen wir uns aber hier an dieser Stelle im nächsten Part dann wieder. Und damit beende ich diesen Part und wir sehen uns ja beim nächsten Part nochmal wieder. Doppelt gemoppelt hält besser. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute.